Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Schön, dass du wieder dabei bist. Gott kümmert sich ganz persönlich um dich. In der Bibel haben wir viele Beispiele, wo Jesus einzelnen Menschen nachgegangen ist. Du bist ihm wichtig und du kannst mit seiner Hilfe rechnen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute habe ich das Thema: Sei ein Ermutiger. Und wenn du Gebet brauchst, dann lass es uns wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Sei ein Ermutiger. Und das ist wichtig. Ermutigung ist in diesen Tagen wie Medizin, die Menschen wirklich brauchen. Wir sehen ein Wort und lesen ein Wort in Jesaja 6, Vers 8. Da steht: Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Und ich glaube, das ist auch eine Aussage, die wir alle zu Herzen nehmen sollten, dass wir wirklich Ermutiger sind. Nicht Leute, die analysieren, sondern wirklich die Leute ermutigen, die Leute um uns ermutigen. So viel Gericht wird in diesen Zeiten verbreitet und so viel Falsches und so viele Vermutungen. Ich sage dir, wir sind dazu berufen, die gute Nachricht weiterzubringen. Nicht irgendwelche Untergangszahlen, sondern die gute Nachricht. Weil die gute Nachricht immer noch die gute Nachricht ist in diesen Tagen. Auch wenn die ganz anders sind wie vor ein paar Jahren. Ich sag dir, sei ein Ermutiger. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich Menschen ermutigen dürfen. Herr, dass wir ihnen sagen dürfen, es gibt einen Gott, es gibt eine Hilfe, es gibt einen, der uns liebt, auch wenn alles so grau, düster und dunkel ist. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr. Zeige du uns die Menschen, die wir ermutigen können. Amen. Amen. Eine Frau bittet per E-Mail um Gebet. Sie schreibt: Bitte betet für mich. Ich habe Gelenkschmerzen an Schultern, Händen, Hüften und Knien. Ich habe Nervenschmerzen in den Beinen und Füßen. Außerdem habe ich Krampfadern in den Füßen und in den Beinen. Mir steht ein Umzug bevor und ich möchte als gesunde Mutter, Großmutter und Schwiegermutter zu meiner Familie umziehen. Danke. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so Probleme hat mit ihren Beinen und mit den Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Krampfadern und was da alles noch zusammenhängt. Danke, Jesus, dass du diese Beine durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass diese Beine wieder in die normale Funktion kommen, dass die Nervenschmerzen verschwinden und dass diese Beine wieder hergestellt sind, alle Gelenke und alle Nerven und alle Krampfadern in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du der Herr bist. Und Jesus, schenk du auch Kraft für den Umzug. Danke, Jesus, dass du auch da wirklich Menschen an ihre Seite stellst, die ihr helfen und dass sie auch wirklich da große Kraft dafür hat und auch Mut und Zuversicht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau hat ein Gebetsanliegen wegen ihres Beines. Sie schreibt: Nach zwei schweren Rücken-OPs hat mein linkes Bein fast kein Gefühl. Und Jesus, du kennst auch diese Person, wo auch die Beine nicht in Ordnung sind. Danke, Jesus, nach dieser OP. Und danke, dass du auch da alles in Ordnung bringst, wiederherstellst, dass deine Heilungskraft fließt. Danke, Jesus, dass dieses Bein auch wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus, auch der Rücken und alles, was damit zusammenhängt. Danke, Jesus, für vollkommene Wiederherstellung. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon. Und per E-Mail schreibt uns eine Mutter folgendes Gebetsanliegen: Bitte um Gebet für unsere Tochter. Sie hat Krebs und bekommt Chemo. Dass Jesus bitte seine heiligen, segnenden Hände auf sie legt und Jesus sie ganz gesund macht, dass sie wieder fröhlich ihren Weg gehen kann und es ihr gut geht und sie ein hohes Alter erreichen darf. Das bitten wir den Herrn Jesus, dass er alles zum Guten wenden möge. Danke für euer Gebet. Ja, genau das wollen wir jetzt tun. Danke, Herr, dass wir beten dürfen. Herr, dass du dieser Tochter helfst.
Herr, dass du eingreifst. Herr, danke, Herr, dass jegliche Krebszelle vertrocknen muss, verschwinden muss in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass neues Blut, neue, Herr, Reinigungskraft, Herr, die jegliche Krebskrankheit reinigt, Herr, in deinem Blut ist. Ich danke dir dafür. Lass diese Tochter deine Hilfe, deine Heilung erfahren, die nur in dir zu finden ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für eine Freundin. Sie schreibt: Ihr Lieben, ich bitte um euer Gebet für eine Freundin. Sie ist 80 Jahre alt und leidet an Dauerschmerzen wegen einer Degeneration der Wirbelsäule. Die Ärzte können nicht mehr als Medikamente verschreiben und selbst die helfen nicht immer. Auch ein Aufenthalt in der Schmerzklinik hat wenig gebracht. Gott kann helfen. Gottes Hilfe ist weitreichender als die der Ärzte. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich wünsche diesem liebenswerten Menschen, der in seinem Leben viel für andere getan hat, so sehr, dass die Schmerzen aufhören und dass sich wieder mehr Lebensqualität entwickeln kann. Bitte betet für diesen lieben Menschen. Von Herzen Dank. Ja. Da fällt mir ein, wie es in der Bibel heißt, er trug all unsere Schmerzen, all unsere Krankheiten, all unsere Lasten. Und da möchten wir uns jetzt auch im Gebet darauf stützen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du auch all diese Schmerzen, die diese Frau leidet, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir fürbittend, Herr, für diese Frau bitten dürfen, dass diese Schmerzen weichen. Und Herr, danke, Herr, dass die ganze Wirbelsäule, die ganzen Nervenbahnen und die ganzen Bandscheiben und alles, was damit zusammenhängt, wieder wir in den normalen Zustand befehlen dürfen und normale Funktion hineinrufen dürfen, dass diese Nerven wieder richtig Meldung machen, dass diese Schmerzen verschwinden in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe. Und eine Frau aus Bayern berichtet uns von dem, was sie erlebt hat. Sie schreibt: Ich habe vor 2 Wochen angerufen und um Gebetsunterstützung wegen einer Warze im Gesicht gebeten. Die Warze ist letzte Nacht einfach abgefallen. Wie wunderbar. Gott ist doch kreativ. Ein Mann berichtet uns von wunderbaren Gebetserhörungen und er schreibt: Ich habe euch vor einigen Monaten um Gebetsunterstützung für meinen Enkel gebeten, der sehr viel rauchte. Lange geschah nichts. Dann erzählte mir eines Tages mein Enkel, dass er aufgehört hatte mit dem Rauchen. Halleluja! Ich traf meine Enkelin und sie erzählte mir, dass sie schon daran dachte, ihren Mann zu verlassen, der sehr viel trinkt. Wieder habe ich mich an euch gewandt. Einige Zeit später berichtet mir meine Enkelin, dass ihr Mann frei geworden ist vom Trinken. Als mich ein paar Wochen später meine Enkelin besuchte, erzählte sie mir von einem Befund: Brustkrebs. Ich sagte ihr, dass ich mich wieder an euch wenden und um Gebetsunterstützung bitten werde. So ein Befund ist ein Totenschein, aber Gott hat diesen Totenschein zerrissen. Halleluja! Wie wunderbar, so viele Gebetserhörungen. Gott ist gut. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau: Ich möchte mich nochmals bei euch für eure Gebetsunterstützung für meine neue Wohnung bedanken. Ich bin Gott so unendlich dankbar. Es ist ein so großes, unbeschreibliches Geschenk, in Worten nicht fassbar. Und eine Frau schreibt uns folgende Gebetserhörung: Im Februar 2021 hatte ich mich mit einem Gebetsanliegen an Sie gewandt. Ich hatte Hautveränderung an der Nase und ein Hämorrhoidenleiden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Gebete. Die Hautveränderung stellte sich als unbedenklich heraus. Und von dem starken Juckreiz, unter dem ich seit über 5 Jahren litt, wurde ich im Mai, Juni dieses Jahres geheilt. Ich habe keinerlei Beschwerden mehr. Danke, Jesus. Wie wunderbar, wenn Gott doch eingreift und so vieles tut an seinen Kindern. Ja. Das eine Beispiel finde ich krass.
da eine Heilung, nächstes Problem, nächste Heilung, nächstes Problem, nächste Heilung. So stellen wir uns doch eigentlich Gott vor, dass es so funktionieren müsste. Tut's aber nicht. Und Gott macht keine Fehler. Und vertraue auch Gott, wenn es nicht so schnell geht. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, ich möchte heute den Tipp geben, nimm dir doch vor, jeden Tag einen Menschen zu ermutigen. Ob du ihn magst oder nicht magst, ob er nett ist oder nicht nett, egal. Das kann auch ein ganz fremder Mensch sein oder beim Einkaufen. Tu ihn ermutigen. Die Menschen heute brauchen das. Und wir Christen, wir haben die Basis, wir können das tun. Wir haben einen Background, wo was Gutes dahinter steht. Hinter der Welt steht nichts Gutes dahinter, da zerfällt alles. Ermutige jemand. Wenn du Gebet brauchst, darfst du uns gerne dein Anliegen schicken und wir beten für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute unser neues Magazin empfehlen. Es hat wieder so viele Inputs und jetzt gerade in der Weihnachtszeit haben wir so viel Schönes reingepackt. Tu es einfach abonnieren, dich informieren, aber auch abonnieren. Es ist völlig kostenlos. Du siehst gleich das in diesem Clip. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Bis bald. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.